Umgang mit Tratschen. Vielleicht tratschen Menschen in deiner Umgebung und du findest, die sollten besser etwas Konstruktiveres machen. Wie kannst du Tratschen abstellen? Letztlich muss man sagen, man kann Tratschen nicht abstellen. Ich bin ja Yogalehrer und lebe in einer Gemeinschaft und das ist manchmal Thema, was kann man tun gegen Tratschen? Der Lehrer meines Lehrers, Swami Sivananda, hat in vielen Büchern geschrieben, don't gossip, das heißt, erzähl keine Klatschgeschichten, tratsche nicht. Warum hat er das so häufig gesagt? Vermutlich, weil auch in seinem Ashram es üblich war, dass Menschen Klatschgeschichten verbreitet haben und getratscht haben. Dir würde ich raten, tratsche nicht, spreche nicht negativ über andere, verschwende nicht deine Zeit damit. Aber ich will dir auch sagen, verschwende nicht deine Zeit damit, andere vom Tratschen und Klatsch abzuhalten. Es funktioniert nicht. Ja? Es gibt sogar psychologische Forschung, die besagt, dass Gruppen zusammengehalten werden, indem sie gemeinsam tratschen. Wenn sie gemeinsam über andere herfallen, das fördert den Gruppenzusammenhalt. Wenn du das weißt, dann sagst du, okay, was soll's. Wenn du hörst, dass jemand über dich getratscht hat, kann man sagen, was soll's. Wenn sie etwas Harmloses ist, was sie über dich erzählen, was soll's. Wenn sie natürlich etwas sagen, was du nicht gemacht hast und was dich in deiner ethischen Reinheit belasten würde, dann wäre es gut, etwas zu sagen. Denn Gerüchte, die in die Welt gesetzt werden, um einen ein schlechtes Licht zu rücken, das wiederum wäre nicht so gut. Aber wenn die Leute tratschen über deine Kleidung und über deine Haarfarbe oder wenn sie tratschen, wie gerade du mit jemand umgegangen bist, was soll's? Also, gegenüber dir sei einfach gleichmütig, souverän und gelassen. Enthalte dich selbst des Tratschens und der Klatschgeschichten. Wenn andere in deiner Gegenwart tratschen, dann richte das Gespräch auf etwas anderes. Beteilige dich nicht daran. Aber versuche auch nicht, das Tratschen in deiner Umgebung abzustellen. Das haben schon andere vergeblich versucht.